Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es mal einen Cheat Day. Wir haben auch Besuch und zwar ist hier der Arthur und der liebe Willi. Und die beiden drehen heute auch einen Cheat Day. Und dann haben wir auch noch die Saskia zu Besuch. What's up? Genau. Cheat Day! Und wir fahren jetzt in die Stadt und werden heute alle einen richtig coolen Cheat Day machen. Also viel Spaß dabei. Und das ist mein Outfit, Leute. Ich habe hier so einen schwarzen Pulli an, der ist so naked. Dann so eine Jacke, die ist super, super kuschelig. Eine Jeans, die ist von Fit Jeans und die Schuhe sind von Zara. Die Handtasche habe ich euch auch letztens schon gezeigt. Die ist von einem Outlet-Shop in den USA. Zeig mal dein Outfit, Schatz. Bomberjacke, weißes T-Shirt. Die Hose ist von Zara übrigens. Da kriegt Julian richtig viele Nachrichten. Der Boyfriend ist von Tinder. Der Boyfriend, den habe ich bei Tinder gefunden. So, wir checken jetzt mal hier dieses Ümis Café aus. Hier gibt es nämlich ganz viele vegetarische und vegane Speisen. Let's go. Und das Coole ist, das ganze Gebäck hier ist sogar vegan. So, wir haben uns jetzt hier Brunch geholt. Ich habe hier einmal so Reis oder Risotto mit Couscous. Dann habe ich mir eine Brezel geholt, eine Apfelschorle und einen Obstsalat. Wir probieren das Ganze jetzt auch mal. Der muss ja nicht immer nur Schrott sein, sondern kann ja auch einfach mal was Gesundes sein. Und einfach viel davon. Wir können uns ja gleich noch andere Sachen. Es gibt noch. Ich habe da schon so ein paar Sachen in der Tasche gesehen, die man so noch wollen können. Wir haben uns jetzt hier drei vegane Donuts geholt. Die beiden hat Julian gerade schon angebissen und probiert, aber der hier gehört ganz mir. Und ich würde sagen, wir probieren die jetzt mal. Wir probieren als erstes den pinken Donut. Der ist richtig lecker. Der hat ja auch so eine Marmeladenfüllung oder so. Und der schmeckt echt wie ein normaler Donut. Also die sind ja alle vegan. Richtig geil, auch dieses Frosting hier oben drauf. Sehr lecker. Dann probieren wir mal den hier. Ist das ein Donut oder ist das ein Krapfen? Eigentlich ist es ein Krapfen. Veganer Krapfen. Der hat hier so eine Vanillefüllung. Oh. Der ist auch super lecker. Und last but not least haben wir hier einen mit so Schokoladenfrosting und auch einer Vanillefüllung. Das ist eine Puddingfüllung. Die Donuts sind auf jeden Fall richtig, richtig lecker gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass es so geile vegane Donuts gibt. Hätte ich mir echt nicht so gut vorgestellt. Wir sind jetzt hier in so einem veganen Restaurant und ich habe vorhin schon an der Theke so einen rohen veganen Kuchen gesehen, der super, super lecker aussieht und ich glaube, den werde ich mir jetzt holen. Der kostet zwar 5 Euro, aber das ist es mir auf jeden Fall wert. Sowas möchte man ja auch unterstützen. Ja, so Leute, sieht jetzt mein Raw Cake aus. Probiert den Kuchen, der sieht super, super lecker aus und ich liebe auch so vegane und rohe Kuchen. Meine Tante hat das früher immer gemacht und die sind eigentlich echt ziemlich lecker, sättigen auch richtig krass und sind halt, ja, gesündere Kalorien. Oh, der ist echt lecker. Das ist so Vanille mit Himbeeren. Der Boden ist, glaube ich, auch so Nüssen und so ein bisschen Kakao. Also richtig lecker, vor allem hier diese Masse quasi vom Kuchen erinnert mich so ein bisschen an die Konsistenz von Cheesecake und ich liebe Cheesecake. Wie süß ist diese kleine Schokoladentafel, seht ihr die? Die ist richtig süß, oder? Wir sind jetzt nach Hause gefahren, weil es einem von uns nicht so gut geht. Der hat ein bisschen Migräne, deswegen gönne ich mir jetzt hier ein paar Oreos. Das sind die mit Double Cream. Oreos sind vegan, das wissen die wenigsten. Und ja, Oreos sind natürlich richtig, richtig nice. Deswegen gönne ich mir davon jetzt ein paar. Ich habe früher als Kind auch immer Oreos gegessen mit Milch. Das geht natürlich jetzt nicht mehr, wenn man vegan ist. Aber die schmecken trotzdem noch gut. Einer von den Oreos hat übrigens 70 Kalorien. Ich denke mal, dass die mit normal viel quasi Creme weniger ein bisschen haben. Aber ich finde die mit der Doppelcreme einfach viel, viel leckerer.
Und das ist auch echt krass. Also viele denken immer, dass wenn man vegan ist oder sich vegan ernährt, dass man nichts mehr essen kann. Aber ihr könnt vegane Pizza essen, die einfach mit veganem Käse gemacht ist. Ihr könnt Chips essen, ihr könnt Oreos essen, ihr könnt veganes Ben & Jerry's essen. Also es gibt eigentlich zu jedem Produkt eine Alternative. Und natürlich ist das nicht gesünder dann. Also man kann sich auch, wenn man vegan ist, schlecht ernähren. Viele Leute, die sich vegan ernähren, achten halt automatisch gleich mehr auf ihre Ernährung und auf die Vitamine, auf die Mineralien, wo einfach mehr drin ist, und kennen sich halt auch dementsprechend ein bisschen besser aus. So viel dazu, Leute. Jetzt geht's weiter und ich esse noch ein paar Oreos an meinem Cheat Day. So, Leute, mittlerweile sind wir jetzt wieder in der City und wir gehen jetzt zu Ruff's Burger. Oh mein Gott, es regnet einfach komplett. Ich muss mich beeilen. Und ja, da gibt es jetzt veganen Burger, die richtig, richtig geil sind. Ich hoffe, die haben auch vegane Pommes. Aber das werden wir gleich sehen in 3, 2, 1. Das hier ist jetzt mein veganer Burger. Ich habe hier jetzt auch noch so eine Guacamole bekommen für meine Pommes. Das sind nämlich Trüffelpommes und die sind richtig, richtig lecker. Die bestelle ich eigentlich jedes Mal. Und es gibt hier auch noch zwei vegane Soßen. Einmal haben wir hier so eine Giggly-Soße und dann Ketchup, weil Mayonnaise oder so ist ja nicht vegan. Wir machen alle einen Live-Test an den Fry. Boah. Diese Trüffelpommes sind so lecker. Mmh. Ich liebe Trüffel. Liebt ihr Trüffel auch so sehr? Sind so gut. Wir machen jetzt mal einen Live-Test von diesem veganen Burger. Ich bin sehr gespannt, wie der schmeckt. Da ist natürlich jetzt kein Käse oder so drauf. Wir hatten leider keinen veganen Käse da. Aber mal schauen. Mmh. Oha, das Patty ist voll geil. Echt, oder? Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Schmeckt. Also schmeckt echt richtig gut, gar nicht so trocken oder so, richtig lecker. Hier ist halt auch noch zum Beispiel Rucola drin, Avocado, Ketchup und Gewürzgurken. Also super, super frisch und knackig. Und ja, den lasse ich mir jetzt schmecken. Ich habe hier auch noch eine Apfelsaftschorle bestellt. Und ich habe einfach nur richtig, richtig Hunger und freue mich jetzt auf den geilen veganen Burger. So, den Burger und die Pommes haben wir gegessen, die waren wirklich super, super lecker. Und jetzt geht's wieder nach Hause und ich habe gehört, dass wir zu Hause noch Manna haben. Und Manna ist ja auch vegan, stimmt's? Auf jeden Fall. Manna-Oreos, das sind alles so die geheimen veganen Tipps. Die veganen geheimen Tipps. Ja, Mann. Wir sehen uns in 3, 2, 1. Wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen und wir schauen uns jetzt hier so ein YouTube-Video an. Gesellschaftskritisches Video, was uns die Jungs empfohlen haben. Und währenddessen werde ich mir hier diese Manna gönnen. Die sind einfach die ganz normalen, originalen Manna in so einer fetten Packung. Und ja, die sind vegan. Und die gönne ich mir jetzt. Gönnst du dir jetzt? Snack it in. Geht auf jeden Fall super klar zum Kaffee, würde ich sagen, oder nicht? Oh ja. Zum Käffchen. Oder in so ein Eis. Ja, kann man auch geil auf ein Müsli oben drauf machen oder sowas, auf einen Shake, wenn man Masse macht. Ja. Gönn it. Und an der Stelle würde ich jetzt auch sagen, das war's jetzt für heute mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass euch mein kleiner Cheat Day gefallen hat. In nächster Zeit habe ich auf jeden Fall ein paar Food Diaries geplant, auch vegane Food Diaries. Ihr schreibt mir immer auf Instagram, dass ihr sowas gerne sehen möchtet, deswegen mache ich das natürlich auch gerne für euch. Ich habe da auch sehr viel Spaß dran, an Essen zu bereiten und möchte mich auch mehr mit veganer Ernährung auseinandersetzen und was man da alles machen kann. Auch so ein Ice Cream oder so mal machen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Lieben. Slowpoke, don't choke this. Kiss the psychosis. Kitty cat poked it, kicking out.